Willkommen zurück zu Lego Harry Potter im Jahr 2. Ja, wir sind wieder in Hogwarts mit unseren Freunden. Und... oh, ist da denn gewachsen? Was können wir denn mal mit ihm hier auch machen? Guck mal, hier kann jemand was ziehen. Können wir die Blume anpflanzen? Anpflanzen. Anzaubern, stupsen. Da ist wieder so ein Ding. Packen wir da auch rein. In den Topf. Zack. Rein damit. So. Was haben wir hier noch so Schönes? Können wir hier in die Ecke ein paar versteckte Punkte sammeln. Okay, komme ich hier vorbei oder? Nein, natürlich nicht. Ja, mach die auch. Wenn du sowieso hier alle anmachst, dann die auch. Genau. Habe ich jetzt alle? Ron, geh mal. Na, Ron. Aber niemand ist so stark und kann das jetzt ziehen. Wo ist Hagrid, wenn man ihn braucht? Oder machen wir den Trank jetzt wieder, den Stärketrank? Kann natürlich auch sein. Okay. Gleich haben wir sie alle. Ha! Ich hab sie alle! Toll. So, wie kommt man da oben jetzt ran? Ah! So, so geht's auch. Angelina Johnson freigeschaltet. Toll. Ja, war mir klar, dass es hier wieder was zusammenzubauen gibt. Das ist ja toll. So, pack mal rein, damit der Trank fertig ist. Damit du den nehmen kannst und ganz stark wirst. Ist ja so ein bisschen Asterix und Obelix-Style, ne? So ein Zaubertrank und dann wirst du stark. So, wir können gehen, aber wir wollen noch nicht gehen. Klasse. Ah. Okay. Ja, es zaubert vor sich hin. Oh, dann kommen wir an die Punkte, das ist schön. Rauf mit dir, Harry. Sehr schön. Da ist wieder irgendwas drin, wo keiner rankommt. Können wir hier auch irgendwas machen? Ja, da oben rankommt tut man nicht, ne? Wegen dieser Kiste hier. Wir können die ja nicht wegzaubern hier, die Doofen. Und da kommen wir auch irgendwie nicht durch. Wir haben einfach mal Pech, würde ich sagen. Würde ja gerne da oben hin, aber das geht nicht. Komm. Und wenn man einen von uns da oben hin zaubert? Geht das nicht? So. Nee, ne? Man kann nur Fremdes. Nicht uns. Uns können wir nicht nach oben zaubern. Das wäre voll toll. Dann könnte man das alles da oben einsammeln. Aber das geht natürlich nicht. Fremde Leute schon. Voll gemein eigentlich. Dann gehen wir. Hermine, komm. Komm, Hermine. Oh. Ja, schnell eingesammelt und dann gehen wir. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Hermine. Hermine.
Wo sind wir jetzt? Oh, da ist mein Spiel abgestürzt. Aber jetzt geht's los und weiter hier. Das kann ja mal passieren. Oh, die Bank hat bestimmt keine Münzen. Toll. Oh, da ist, wie heißt er denn noch? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt gerade. Ach, da ist wieder so ein Ding. Ja, das ist ja auch das Ding, was wir schon kennen. Warum kannst du da eigentlich... Doch, kannst du... Oh, du könntest Hermine... Ich weiß nicht mehr, wie der Junge gerade heißt. Da ist eine Alraune. Können wir die tot kaputt dingsen? Okay. Bestimmt sollen wir hier helfen, oder? Vielleicht den Jungen da? Weil der ja auch dahin zaubert. Aber ihn können wir nicht machen. Was können wir denn da mal machen? Oh, Krätze. Guck mal, Krätze vielleicht. Oh, nee. Schade. Dann nicht. Und hier haben wir noch den Deckel. Ja, das hatten wir ja eigentlich alles schon. Aber die Frage ist, was können wir jetzt hier tun? In den Schrank wollen wir nicht. Wir sollen wieder zum Quidditch-Feld, dann machen wir das. Ach, wir gehen sogar wieder in die Kräuterkunde. Da kriegen wir ja noch ein bisschen Allraun-Unterricht. Ja, ja, Professor Sprout, wir kommen. Was mit dem Schrank? Sollen wir die Alraun jetzt in den Schrank packen? Normalerweise pflanzt man die ein. Komm mal mit, du. Oh, ich komme da nicht ran. Was machen wir denn jetzt? Okay, drücke B vor einem Kleiderschrank, um deine Ohrenschützer zu holen. Dann kannst du sicher mit Alraun umgehen. Ah, das sollen wir machen. Okay. Dafür sind die Schränke also da. Ja, wir haben Ohrenschützer, das ist toll. Können wir jetzt hier endlich mal loslegen. Oh, nervt mal nicht. So, lasst mich das mal machen. Wo kann ich die jetzt einpflanzen? Nein, Harry. Nein, du sollst doch nicht deinen Tarn umhaben. Ah, da sind ja die Blumentöpfe. Habe ich den jetzt eingepflanzt? So, das machen wir jetzt so mit denen. Das ist toll. Wir dürfen ja die ganzen Punkte nicht vergessen. Auch Neville irgendwie Hilfe oder so? Weil er braucht ja immer Hilfe. Oh. Ist immer so interessant, finde ich, in diesem Gewächshaus, was man machen kann. Komm, nimm die Alraune mal mit. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt erstmal hier eine Runde drehen. Zum Top. So. Schluss aus Ende hier. Oh. Umgang mit Alraun freigeschaltet. Yay, wir haben es geschafft. Goldener Stein. Aber ich bin hier noch nicht fertig im Gewächshaus. Nein, muss ich auch nicht. Okay. Oh, was kommt denn hier? Oder Roboter? Der, was macht der denn hier? Aha. Ah, jetzt legen wir hier voll die Maschine los.
das Ding auf. Weg da, ich muss die Punkte alle sammeln. Vor allem will ich da oben auch noch hin, genau. Sehr schön. Neville wieder voll planlos, wie immer. Guck mal, die Nasen da hinten, die sind voll still gerade, weil ich hier alles mache. Tja, Jungs. Wie komme ich denn da hinten mal? Ah, hier auf, mit der Blume wahrscheinlich, ne? So, genau. Ah, ist auch noch ein blauer. Ich will hier nicht mal gehen. Macht die noch was? Da oben? Da ist auch noch was? Da gibt es auch noch was. Cool, wie das alles sich wieder ordentlich hinbewegt, aber. Ja, und da ist auch noch ein blauer, ne? Wie kommt man denn da hin? Und an den Stein komme ich daran. So mit viel Schwung, ja. Sehr gut. Aber was ich auch noch gerne gehabt hätte. Yeah, Mine. So, den blauen, den wollte ich noch haben. Ja, Jungs, da guckt ihr blöd. Nur diese Maschinerie hier verstehe ich noch nicht. Ich glaube, Professor Sprout ist ganz stolz auf uns. Dieses Konstrukt hier verstehe ich zwar noch nicht, aber okay. Haben wir jetzt alles? So. Maschine läuft ja, ne? Dann lassen wir die mal laufen. Wir gehen. Wo geht's denn mal raus hier? So, Ruhe. Hier. Hier kriegst du was zu essen. Ein Fisch oder eine Keule. Mahlzeit. Und einen Reifen kriegst du auch. Lecker, lecker. Und das da. Kannst alles essen. Den ganzen Senf hier, der hier so rumsteht. Das war's? Ja, tot. Das war zu viel für die Pflanze. Ja, das ist irgendwie traurig, dass wir die... Oh nein, jemand muss uns helfen. Geh weg, Lumos. Maxima. So. Was machen wir jetzt? Wo geht's jetzt hin? Wieder zurück. Okay. Ist ja überschaubar. Was willst du hier von uns, Sir Nicholas? Da oben ist ein Schüler in Gefahr. Können wir denen nicht wenigstens helfen? Ja, können wir. Der ist wieder unten. Und jetzt die Alraune. Diesmal macht es Ron. Geh mal an den Schrank, Ron. Damit wir Ruhe haben vor der Alraune. Ohrenschützer holen. So wie wir das gelernt haben jetzt im Unterricht. Und los geht das. Ach, und der heißt, glaube ich, Colin. Oder? Hieß der nicht Colin? So, jetzt ist Schluss, du Alraune. Machst hier nur Terror auf dem Schulhof. Einpflanzen und schon sind sie ruhig. Yay! Ja, hast du gut gemacht, Ron. Kriegst auch mal Applaus.
Klasse, ne? Gut, ne? Und Colin macht Fotos. So, den basteln wir wieder zusammen, damit er silbern ist. Tada! Und wo geht's jetzt hin? Wieder in den Turm? Nee, sollen wir woanders hin? Willst du da runter oder soll ich dir helfen? Komm, gib mir mal einen Anstoß hier. Und den einfach, sonst können wir doch Schüler auch fliegen lassen. Geht das diesmal nicht? Vielleicht die Pflanze an sich nochmal anzaubern? Nee, dann musst du wohl da oben bleiben. Bücher alle erstmal nochmal ordentlich machen hier und dann geht's hier. Warte mal, war da noch ein blauer? War da noch ein blauer? Ja, tatsächlich. So, dann tschüss. Leider komme ich mit den Dingern hier nicht hin. Nee, das hatte ich auch schon ausprobiert, in der Hoffnung, dass man dann ans Regal kommt. Aber das ging auch nicht. Dürfen wir jetzt hier vielleicht irgendwo, wo wir vorher nicht hin durften? Da ist Filch. Wo sollen wir denn hin? Nochmal die Schlange rausholen. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, da. Ach, was? Sir Nicholas, wo gehst du denn hin? Oh. Schon wieder eine Alraune. Kommen wir da nicht vorbei? Wo ist denn hier mal ein Schrank zum Umziehen? Da oben ist ein Schrank. Okay. Da, wo Filch hier gerade lang geht. Was haben wir denn hier Schönes? Und Lee Jordan freigeschaltet. Auch eine Quidditch-Kämpferin. Ja, das bringt ja nichts mehr, wenn wir da jetzt wieder hingehen. Ja, 7 von 8. Ich habe schon gefragt, wo die anderen sind. Dann hol dir mal Ohrenschützer. Pack den Zauberstab weg. Gut, Ron. Ich hoffe, ich habe da oben jetzt nicht noch was vergessen. Komm her, du Alraune. Schluss mit dir. Ich pack die ja gerne an der Wurzel, ne? Find die so süß, die Alraunen. Auch wenn die so furchtbar ätzend und nervig sind, aber es ist irgendwie so niedlich. Und dass sie dann aufhören zu schreien, wenn man sie in so ein warmes Bettchen aus Erde dann legt. Total schön. Frage ist nur, wo ist jetzt der Topf? Tut mir leid, Leute. Ich habe den Topf auch nirgendwo gesehen. Ist er da hinten? Nee, so versteckt ist er bestimmt nicht. Was ist der denn? Hier vielleicht? Aha. Da geht's auch schon wieder. Dann pack die Alraune mal hier hin. Jetzt geht sie zurück. Ich muss den Topf erstmal finden. Da ist sie schon wieder. Ohne Topf kann ich hier lange die durch die Gegend schleppen. Oder war der doch da oben? Oh. Was hab ich denn hier? Oh Gott. Harry. Ron. Oh, kommt auf einmal vor die fleischfressende Pflanze raus. Okay. Oder ist damit der Topf hin? Aber der sah doch anders aus, der Blumentopf. Ist der hier oben? Nee.
ne? Ja, zauber mal hier. Kannst du nicht, oder was? Sollst du die Fackel nochmal ans... Hä? Okay, dann nicht. Okay, mich kaputt machen ist auch keine gute Idee. Und die Ohrenschützer sind auch schon wieder weg. Das ist toll. Wo ist der Topf, wo man die Pflanze einpflanzen könnte? Hä? Da oben kommen wir ja nicht hin. Bin leicht verwirrt, wo wir die Alraune überhaupt hinbringen sollen. Wenn nirgendwo ein Blumentopf ist. Den einzigen Topf, den ich sehe, ist der mit der Schlange. Und wenn wir sie einfach da oben mit hinnehmen? Benötigst einen kraftvollen Schrei, um dieses Glas zu zerschmettern. Alles klar. Das war also Sinn der Sache. Und da oben wird er wahrscheinlich dann auch sein. Weg da! Es ist so irritierend, dass die Fackeln auch trotzdem alle noch... Da ist der Topf. Dass die trotzdem immer noch so lila sind, als könnte man die noch benutzen. Die hatten wir noch nicht. 8 von 8. Und Hannah Abbott freigeschaltet. Hufflepuff-Mädel. So. Haben wir auch gemacht. Ach, wen haben wir denn da? Und was haben wir denn hier? Und endlich kommen wir auch da ran. Oh, wir dürfen das jetzt hier zusammenbauen. Kann der mal aufhören, seine Fotos zu schießen? Das nervt voll. So, alles fertig. Das war's. Hab ein Haar gebaut. Juhu. Endlich der blaue Punkt. So, und dann gehen wir natürlich als nächstes zu unserem tollen neuen Lehrer. Und ja, schauen dann, wie es mit diesem Part hier weitergeht. Bis dann.